Hanna Sökelens aufregende Reise bei Princess Charming hat begonnen. Die Projektleiterin aus Hannover sucht bei RTL Plus nach ihrer Traumfrau und der großen Liebe. Auf der griechischen Insel Rhodos darf sie zu Beginn des Abenteuers insgesamt 19 interessante Singles kennenlernen, und darunter ist auch das Nesthäkchen Lena. Die jüngste der Staffel hat bislang noch ein niedliches Geheimnis vor Hanna. Lena hat nämlich bereits ein Kind. In der ersten Princess Charming-Folge sprach Lena direkt über einen wichtigen Teil ihres Privatlebens. Ich bin mit 17 Jahren Mutter geworden, verriet die angehende duale Studentin im Einzelinterview und betonte, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, dieser Spagat zwischen Erwachsenwerden und schon Mama sein. Allerdings sei die Leverkusenerin an ihren Aufgaben und Erfahrungen als Mutter auch gewachsen und dadurch letztendlich stärker geworden. Allerdings weiß Hanna bislang nichts von Lenas kleinem Kind, die junge Mutter wartet nämlich noch den perfekten Moment für das Gespräch ab. Tatsächlich weiß ich noch gar nicht, zu welchem Zeitpunkt ich der Prinzess von meiner Mutterschaft erzähle, erklärte die 20-Jährige und fügte hinzu, aber ich finde es schon sehr wichtig, dass sie weiß, dass ich noch jemanden an meiner Seite habe. Es ist auch noch nicht klar, wie Hanna im Allgemeinen zum Thema Kinder steht.